Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Vormittag, etwa um 10.30 Uhr, drang ein bewaffneter Mann in den Kantonsratssaal in Zug ein, wo eine ordentliche Sitzung des Parlaments in Anwesenheit der Regierung stattfand. Der Mann, in der Zwischenzeit als Friedrich Laibacher, 57, aus Zürich identifiziert, schoss um sich und brachte zudem einen Sprengkörper zur Explosion. 14 Parlaments- und Regierungsmitglieder und der Täter sind tot. 14 Personen liegen zum Teil schwer verletzt im Spital. Blumen werden vors Zuger Regierungsgebäude gebracht. Geschockt über den Amoklauf stehen Menschen vor dem Gebäude. Groß ist die Anteilnahme. Zwei Überlebende schildern den Tathergang. Also ich stand vor der Türe des Ratssaales, habe zusammen mit zwei Kollegen, mit der Regierungsrätin und einem Kantonsrat gesprochen. Und da stürmte plötzlich ein Mann die Treppe hoch in einer Polizeiuniform. Und er hatte mehrere Waffen, die ich nicht erkennen konnte, um was es genau handelt, und sofort angefangen zu schießen. Und ich habe mich dann sofort umgedreht, bin in den Ratssaal reingesprungen und habe versucht, da, was ich dann tatsächlich geschrien habe, weiß ich nicht mehr. Und ich wurde dann in die Bänke hineingezogen und auch nach unten gezogen. Und dann gab es wahrscheinlich etwa 3 bis 5 Minuten, wurde geschossen im Saal drin und es gab eine Art Blendgranaten oder irgendetwas explodiert. Es gab auf jeden Fall Rauchentwicklung, einen riesen Krach und erst nach etwa 3 Minuten wurde es dann ruhig. Ich habe gesehen, dass die Pistole auf den Boden gefallen ist und dann waren auch die Schüsse fertig und dann habe ich vermutet, dass es fertig sein könnte. Aber wir haben ja im Saal nicht gewusst, ist es ein Täter, sind es mehrere Täter? Wir haben gar nichts gewusst. Und dann waren die Schüsse fertig und es hat so viele Verletzte gegeben, die um Hilfe geschrien haben. Und dann irgendwann habe ich mich gleich aufgerichtet und probiert, einfach den Leuten in der Nähe zu helfen, soweit es gegangen ist. Erste Hilfe auf der Eingangstreppe vor dem Haus. Die Straße vor dem Regierungsgebäude wurde abgesperrt und zum Sammelplatz für Verwundete. 240 Sanitäter und Feuerwehrleute sorgten sich um die Verletzten, die in verschiedene Spitäler der Region gebracht wurden. Auch 2 Helis der Rettungsflugwacht waren im Einsatz. Löcher klaffen in den Fenster des Kantonsratssaals, Spuren der Wahnsinnstat. Der Täter hatte die Magazine eines Sturmgewehrs und einer Pistole leer geschossen. Auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude wurde das Auto des Täters entdeckt. Im Innern des Autos lagen noch weitere Waffen. Der Einsatzleiter der Rettungsdienstkräfte auf meiner linken Seite. Der Chef. An einer Pressekonferenz am Nachmittag gab die Polizei die Namen der Opfer bekannt. Opfer des Amoklaufs wurde die Sozialdemokratin Monika Hutter-Häfliger, 52-jährig, Gesundheitsdirektorin des Kantons Zug. Der freisinnige Peter Bosshardt, 63-jährig, Direktor des Innern, sowie Jean-Paul Flachsmann von der SVP, 65-jährig und Vorsteher der Baudirektion. Mit ihnen kamen 11 Kantonsräte ums Leben. Des Kantonsrats Döbeli Martin, Gretener Karl, Grüter Heinz, Häusler Konrad, Heimgartner Dorli, Iten Erich, Nussbaumer Kurt, Nussbaumer Rolf und Langenecker Kätti und Wiesmer Willi. 14 Menschen und anschließend sich selber hat der Amokläufer umgebracht. Anlass des Blutbades war ein Ehrverletzungsprozess, den der Täter offenbar bis vors Bundesgericht gezogen und verloren hatte. Regierungsrat Biesig berichtet, mit einem Buschauffeur der Verkehrsbetriebe in einem Konfliktverhältnis stand. Und dass er deswegen seinerzeit über die Neue Zuger Zeitung das Fahrpersonal der Verkehrsbetriebe verunglimpfte. Dies hat dann dazu geführt, dass die Direktion der Verkehrsbetriebe gegen Herrn Laibacher eine Ehrverletzungsklage einreichte. Ein verlorener Ehrverletzungsprozess führte also vermutlich zur Wahnsinnstat. Opfer sind 11 von 80 Kantonsräten und 3 von 7 Regierungsräten.
Elmar Hergerinzug, bleiben wir vorerst noch beim Täter. Er ist ja identifiziert. Können Sie uns noch mehr sagen über die Beweggründe, die hinter dieser Tat stehen? Also was man weiß, ist, dass er im Kanton Zug aufgewachsen ist. Er ist hier zur Schule gegangen, hat hier lange gelebt. Die Polizei weiß derzeit nicht, wie lange er jetzt schon in Zürich ist. Ich habe hier dieses Bekennerschreiben, ich kann es vielleicht mal kurz zeigen. Er schreibt darin, dass der Tag des Zornes für die Zuger Mafia heute stattgefunden habe. Er sagt, dass die Zuger Justiz viele Verfahren verschleppt, verdeckt habe. Es geht darum, dass er die verschiedenen Chauffeure der Zuger Landverkehrsbetriebe des Alkoholkonsums er hat entsprechende Klagen deponiert und er ist überall abgeblitzt und das wird wohl der Grund sein, weshalb er zu dieser Amok-Tat gegangen ist. Von der Zuger Regierung sind noch zwei Mitglieder wirklich im Amt, unversehrt. Weiß man, wie es jetzt politisch weitergeht? Wer regiert den Kanton in den nächsten Tagen? Im Moment ist Robert Biesig, der Volkswirtschaftsdirektor, eigentlich der Anführer der Regierung. Er ist der amtsälteste Regierungsrat. Er hat heute gesagt, dass man die Regierung möglichst schnell wieder handlungsfähig machen will. Das heißt, weil die Zuger-Regierung im Proporzverfahren gewählt wird, werden dann die Nachrückenden auf der Liste, die nicht gewählt worden sind, werden jetzt nachrücken. Die drei Personen sind bereits gefragt worden. Die Zusage steht aber noch aus. Danke, Elmar Herker. Bundespräsident Moritz Leuenberger erfuhr die Nachricht in Neuenburg. Er hatte dort den Präsidenten von Senegal getroffen. Leuenberger flog am Nachmittag nach Zug. Bundespräsident Moritz Leuenberger heute Abend vor dem Zuger Regierungsgebäude, tief betroffen. Ich bin zutiefst schockiert, zutiefst aufgewühlt. Ich teile diesen unvorstellbaren Schock mit den Betroffenen, mit den Angehörigen, mit dem ganzen Kanton Zug. Dieser Anschlag ist nicht nur ein Anschlag auf Menschen, es ist auch ein Anschlag auf unsere demokratischen Institutionen. Die Frauen und Männer, die in unserer Demokratie ihre Arbeit als Parlamentarier oder als Regierungsräte leisten, gehören nicht einer selbsternannten Oberschicht an, sondern sie tun dies unter großer Aufopferung im Glauben an unsere lebendige Demokratie. Wir sind stolz darauf, ein Land zu sein, in dem auch die höchsten Politiker ohne Sicherheitsmaßnahmen sich frei unter ihresgleichen, nämlich im Volk, bewegen können. Mit einer solchen Tat fallen innere Hemmschwellen der Gewalt, innere Hemmschwellen, die eine Demokratie braucht, damit sie funktionieren kann. Durch diese Spirale der Gewalt sind Werte, auf denen unser ganzer Staat aufbaut, in Frage gestellt. Dies ist die Stunde des Entsetzens und der Betroffenheit. Aber wenn wir diese Institutionen beibehalten und retten wollen, müssen wir in einer solchen Situation zusammenstehen. Gemeinde, Kanton, alle Betroffenen und diese Werte einer freien Demokratie ohne Gewalt, ohne Rechthaberei, sondern des demokratischen Rechtsstaates hochhalten. Ich sage dem Kanton Zug unsere volle Solidarität, unsere Mithilfe, wo immer wir können, im Namen des Bundesrates, im Namen des Schweizer Volkes aus. Bundespräsident Leuenberger nahm anschließend am ersten Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Oswald teil. Die offizielle Trauerfeier wird am kommenden Montag um 10 Uhr in der St. Michaelskirche in Zug stattfinden.